أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir treffen uns hier wieder im Hause Allahs Azza wa Jal, und ich hoffe, dass jeder, der hierher gekommen ist, auch die entsprechende Absicht gemacht hat, dass er nur hergekommen ist, um das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal zu erzielen. Darum geht es in dieser Dunya. Kein Ziel ist wichtiger, als dass man die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal erreicht. Und wenn du diese Welt verlässt, solltest du sie nur mit der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal verlassen. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. O du Seele, die du deine Ruhe gefunden hast, kehre zurück zu Allah, aber wie? In Ruhe. Mit der Zufriedenheit Allahs und nicht mit dem Zorn Allahs, denn es kommen Engel, die deine Seele nehmen werden und sie werden deine Seele entsprechend deinem Zustand nehmen. Warst du ein Gläubiger, so wird deine Seele genommen wie ein Tropfen, der aus dem Wasserhahn herausströmt, so leicht. Aber wenn du ein Käfer warst oder ein Befolger der Kuffar, ein Anhänger der Kuffar und du hast gelebt wie diese Leute, so sollst du wissen, die Seele wird dir herausgerissen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb uns den Zustand, als ob man eine Eisenstange mit zwei Haken in ein Wattebausch hereinmacht, der nass ist. Kann man sie leicht wieder herausziehen? Ja, Wallah. Deine gesamten Gedärme werden zermalmt werden. Möge Allah Azza wa Jal uns nur als Gläubige sterben lassen. Möge Allah Azza wa Jal heute niemanden hier herausgehen lassen, außer dass er ihm vollständig die Sünden vergibt. Amen. Liebe Geschwister, das Thema heute an euch, und ich hoffe, dass wir inshallah ta'ala ein paar Minuten mit Iman, mit Glaube verbringen werden hier in diesem Hause Allahs Azza wa Jal, und ich bitte alle Geschwister, dass sie etwas Geduld mitbringen, inshallah ta'ala, so wie wenn ihr auch Geduld zeigt gegenüber Rambo 4 oder Rambo 5, die ihr schon 100-mal gesehen habt, so bitte ich euch, dass ihr heute inshallah ta'ala noch mehr Geduld im Hause Allahs mit uns habt, liebe Geschwister. Die gewaltige Abrechnung, bist du bereit? Der Tag des Gerichts. Und ich habe eine Frage an dich, O Diener Allahs. Bist du dir sicher, dass du sterben wirst? Bist du dir ganz sicher, dass du sterben wirst? Du wirst mir sagen, Abul Baraa, willst du mir erzählen, dass ich nicht so viel Verstand habe, dass ich weiß, dass der Tod mich heimsuchen wird? Wenn du so viel Verstand hast, warum lebst du dann, wie du lebst, wenn du weißt, du wirst sterben? Warum lebst du, wie du lebst? Und jeder weiß, wie er lebt. Was passiert mit dir, wenn du stirbst, O Diener Allahs? Manche, sie versuchen, dieses Thema zu verdrängen. Und man merkt das, wenn über gewisse Themen gesprochen wird, über den Tod, über die Hölle, dann halten sich die Leute die Ohren zu, so als ob die Wahrheit dann verschwindet. Willst du die Sonne zudecken mit deiner Hand? Die Wahrheit ist da, ja, Achi. Und du sollst verstehen, dass dieses Versprechen von Allah Azza wa Jal die Wahrheit ist. Ja, ayyuhannas, inna wa'da Allahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya. O ihr Menschen, das Versprechen Allahs ist wahr. Wenn du stirbst, dann wirst du in ein Grab hereingelegt. Und in diesem Grab gibt es eine Strafe für die Kuffar und ihresgleichen. Und in diesem Grab gibt es auch Glückseligkeit für die Gläubigen, die Allah Azza wa Jal geliebt haben. Und wenn du aus dem Grab herauskommst, wirst du versammelt vor Allah Azza wa Jal, bis Allah Azza wa Jal über dich entscheidet, ob du in das Paradies oder in das Höllenfeuer hereingehst. O ihr Menschen, das Versprechen Allahs ist wahr. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Liebe Geschwister, jeder Muslim, der wahrlich Angst hat, vor Allah Azza wa Jal zu stehen, er soll sich Gedanken darüber machen, wie wird sein Stehen vor Allah Azza wa Jal sein? Wie wird dein Stehen vor Allah Azza wa Jal sein? Möchtest du sagen, dass du ein Gläubiger bist, o Diener Allahs? Während Allah dich ein Lügner nennt, Allah Azza wa Jal sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah. Ihre Worte. Wir glauben an Allah. Und an den jüngsten Tag, jetzt kommt die Antwort Allahs, sie sind keine Gläubigen. Möchtest du sagen, du bist ein Gläubiger, während Allah dich ein Lügner nennt, o Diener Allahs? Und wie viele der Muslime sagen, ich möchte bereuen, ich möchte ein anderes Leben führen. Aber in Wahrheit ist er zufrieden mit seinen Sünden. In Wahrheit möchte er diese Sünden gar nicht lassen. Er ist ein Lügner durch und durch. Er lebt schon wie die Kuffar. Nichts unterscheidet ihn mehr von den Kuffar, außer sein Name, Muhammad, Ali. Und dann. Und noch eine Sache, er ist beschnitten. Tut mir leid, das haben wir vergessen. Die Eintrittskarte ins Paradies. Er lebt wie die Kuffar. Und wenn du ihn fragst, warum betest du nicht? Warum dienst du Allah Azza wa Jal nicht? Wie Allah es dir befohlen hat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Dann sagt er dir, ich bin beschäftigt. Ich habe zu tun, ich habe Arbeit, ich habe Verantwortung. Aber subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, das ist nur eine Ausrede von ihm. Er möchte nicht beten, er möchte nicht fasten, er möchte nicht zum Hajj gehen, er möchte keinen Koranunterricht nehmen, er möchte einfach nur seinen Begierden folgen. Und deswegen sucht er nach einer Ausrede. Aber Allah Azza wa Jal erkennt ihn doch mit Namen. Und er weiß, Allah Azza wa Jal, was dieser Diener im Herzen hat. Warum er nicht betet, warum er nicht fastet, warum er nicht spendet. Allah Azza wa Jal sagt, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. Und Allah, so sollt ihr wissen, o ihr Menschen, Allah, er spricht euch an. Und wisset, dass Allah weiß, was in euch ist. Er kennt eure Herzen. Und all eure Geheimnisse, die in diesem Herzen versteckt werden. Allah weiß darüber Bescheid. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, passt vor ihm auf. Passt auf, was ihr sagt. Und passt auf, was ihr tut. Eine Ausrede von ihm, liebe Geschwister. Und bevor er damit rechnet, kommt der Tod zu ihm. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sprich, sagt Allah Azza wa Jal, und das ist eine Barmherzigkeit, um uns zu erinnern, sprich der Tod, vor dem ihr wegrennt. Bei Allah rennst du nicht weg davon. Fliehst du nicht vor dem Tod? Sprich der Tod, vor dem ihr wegrennt. Du kannst in den Osten rennen, der Tod wird vom Osten kommen. Du kannst in den Westen rennen, der Tod kommt vom Westen. Du kannst nach oben steigen und der Tod kommt von oben. Oder du kannst nach unten die Erde durchbohren und dich darin verstecken, der Tod wird auch nach unten kommen. Dieser Tod, er wird dich heimsuchen. Allah Azza wa Jal sagt, daraufhin werdet ihr zu demjenigen zurückgebracht, zu Allah, der das Offenkundige und das Verborgene kennt. Liebe Geschwister, Allah er weiß alles über uns. Wallahi al-Azim, nichts können wir vor Allah Azza wa Jal verstecken. Wo möchtest du hin, O Diener Allahs? Ich frage dich, möchtest du in das Paradies oder möchtest du in das Höllenfeuer? Oder glaubst du weder an das eine noch an das andere? Khor Shedeh macht ja seine Da'wah. Vielleicht hast du dich von ihm anstecken lassen. Und du sagst, seine Theorie gefällt mir. Ich werde hier mein Leben leben, wie ich will. Und zum Schluss sage ich, es gibt weder ein Paradies noch ein Höllenfeuer. Ist das mittlerweile dein Gedanke? زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Die Kuffar behaupten, die Kuffar, pass auf, dass du nicht zu ihnen gehörst, sie werden nicht zu Allah zurückkehren. Sprich, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie werden zu ihm zurückkehren. Daraufhin wird Allah ihnen sagen, was sie getan haben. Nicht, dass du zu den Kuffar gehörst. Wenn du weißt, aber es gibt ein Paradies und ein Höllenfeuer, bereitest du dich darauf vor? Kommt ihr bitte alle nach vorne, inshallah, weil noch Leute nachrücken. Bereitest du, O Diener Allahs, dich auf dieses Leben vor? Wo sind deine Taten? Wo ist der Beweis dafür, dass du daran glaubst, dass du zu Allah Azza wa Jal zurückkehrst? Der Tod, er wird dich nicht fragen, ob er dich heimsuchen soll. Und plötzlich kommt der Todesengel zu einem Zeitpunkt, Wallahi al-Azim, wo du nicht damit rechnest. Deine Seele wird zu Allah Azza wa Jal zurückkehren und ehe du dich versiehst, wirst du in das Höllenfeuer hereingeworfen. Höre, Allah Azza wa Jal, der Allmächtige, er gibt uns ein Zukunftsbild, was die Kuffar sagen werden, wenn sie in das Höllenfeuer hereingehen. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Unser Herr, bringe uns zurück. Lasse uns raus aus dem Höllenfeuer. Wenn wir dann wieder so werden, wie wir vorher waren, dann werden wir wahrlich ungerecht sein. Lässt Allah sie zurück? Lässt Allah sie zurück? Niemals. Niemals, liebe Geschwister. Sie wollen damit sagen, O unser Herr, wenn du uns herauslässt, dann werden wir dich nur noch anbeten. Wir werden keine Sünden mehr machen. Wir werden nur noch fasten am Tag und in der Nacht durchbeten. Wir werden nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Wir werden uns nur mit dem Gottesdienst zu dir beschäftigen. Aber Allah, er kennt diese Menschen. Er weiß am besten, dass sie Lügner sind, liebe Geschwister. Und dass, wenn sie zur Erde zurückkehren würden, sie wieder dasselbe machen werden. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal sagt zu ihnen, die schon in der Hölle ausgesessen haben und gerade bestraft werden, nachdem sie Allah, den Allmächtigen, darum bitten, ja Allah, lass uns heraus aus diesem Höllenfeuer. So werden wir nicht mehr zu unseren Taten, alten Taten zurückkehren, sondern wir werden nur Gutes tun. Allah Azza wa Jal sagt zu ihnen, rein mit euch in die Hölle und spricht nicht mit mir. Redet nicht mehr mit mir. O Diener Allahs, traust du dich nach dieser Antwort von Allah Azza wa Jal, ihn noch um etwas anderes zu bitten? Redet nicht mit mir. Die Zeit, ja Achi, ist vorbei für dich. Du hattest deine Chance gehabt. Glaubst du, du kannst einfach zu Allah zurückkehren und sagen, ich habe mein Leben falsch gelebt? Tut mir leid, ja Allah. Die zweite Chance bitte. Ja Achi, du bist nicht vor einem Roulette oder in einem Casino, dass du dir aussuchen kannst, wie viele Optionen du noch hast. Das ist ein einziges Leben, was du lebst. Und dieses Leben musst du richtig oder falsch leben? Richtig leben. Denn du kannst nicht zu Allah zurückkehren und sagen, ich habe falsch gelebt. Denn Allah Azza wa Jal, er hat dich darauf aufmerksam gemacht, dass du zu ihm zurückkehren wirst. Wer lebt danach, als ob er morgen Allah begegnet oder heute noch? Wer lebt ein Leben, so dass er heute bereit ist zu sterben? Bist du bereit, heute zu sterben? Nein. Warum? Warum? Sag mir, warum? Es gibt da was. Du hast ein Geheimnis. Wir möchten das hören. Wir wissen das. Man ist nicht zufrieden mit sich selbst. Aha. Eine andere Frage, liebe Geschwister. Wenn wir wüssten, dass wir heute, wenn wir sterben, in das Paradies eingehen werden, möchtest du heute dann sterben? Sofort, jetzt, direkt. Jetzt? Sofort. Jetzt? Ja. Jetzt? Nicht, dass mir einer mit seiner Freundin kommt. Habt ihr verstanden? Warum? Wenn wir doch wüssten, dass wir in das Paradies kommen würden, dann wären wir heute sofort bereit zu sterben. Sagt man Abul Baraa, wissen wir, dass wir in das Paradies hereinkommen? Wallahi nein, aber Allah gibt dir eine innere Zufriedenheit, so als ob er dir sagen möchte, bald, oh mein Diener, triffst du mich und ich werde mit dir zufrieden sein. Möge Allah uns dieses Gefühl geben. Ja, Wallah, liebe Geschwister, wenn du dieses Gefühl bekommst, was für ein schönes Leben du leben wirst. Niemand wird verstehen, dass du glücklich bist, aber du bist einer der glücklichsten Menschen auf dieser Welt. So lebt ein Gläubiger. Denn ein Gläubiger hat sich nichts vorzuwerfen. Alle Pflichten gegenüber Allah macht er. Und wenn er jemanden Unrecht antun sollte, dann bittet er ihn um Vergebung. Und dieser Diener, er macht nach jeder Sünde Tauba. Er bittet Allah um Vergebung, denn warum sollte Allah dich bestrafen, wenn du ihn um Vergebung bittest? Warum solltest du dir Vorwürfe in deinem Herzen machen? Allahu Akbar. So leben doch die besten Diener auf dieser Erde und du siehst den Nur in ihrem Gesicht und sie sind jederzeit bereit zu sterben. Ein Scheich, mein Scheich, möge Allah Azza wa Jal ihn segnen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala ihm die höchsten Stufen im Paradies geben. Scheich Mohammed Hussein Yaqoub, ein Gelehrter aus Ägypten. Er war einmal mit ein paar Männern unterwegs, die sind gefahren von Mekka nach Medina. In einem Auto, das schon sehr, sehr, naja, ihr wisst schon, die arabischen Autos sind so wie die arabischen Seen. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Dieses Auto war ein Klapperauto. Das heißt, jeden Moment, und da gibt es kein ADAC, jeden Moment droht es, irgendwo herunterzufallen. Subhanallah al-Azim. Dann kamen sie in eine Situation herein, wo es so aussah, dass das Auto abstürzen wird. Dann sagte einer im Auto, wir werden sterben, voller Angst. Da drehte sich der Chef zu ihm und sagte, na und? Na und? Endlich! Willst du nicht so leben? Willst du nicht so leben? Oder willst du so sein? Wir werden sterben! Natürlich werden wir sterben. Und obwohl wir wissen, der Tod sucht uns heim, haben wir trotzdem Angst vor dem Tod. Obwohl wir ihn erwarten, liebe Geschwister. Aber, Wallahi al-Azim, wir sind so versunken in der Dunya, dass wir was vergessen haben, den Tod. Und daher schaut mal, in was für einer Situation sterben wir. Wenn ihr nach Berlin kommt, möge Allah euch davor bewahren. Dann seht ihr, wie viele muslimische Jugendliche sterben. Drogendiener, abgeknallt von einer anderen Gang. Einer hatte eine Freundin und der andere wollte dieselbe Freundin. Naja, das ging irgendwie nicht, also musste man das männlich entscheiden, wer diese Freundin bekommt. Einer stirbt dabei. Der andere, er musste seine Ehre retten. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, so sterben viele muslimische Jugendliche. Schaut, welchen Tod sie bekommen haben. Das war ihre letzte Tat. Warum sind sie so gestorben? Weil sie nicht den Tod erwartet haben. Ey Wallah, weil sie nicht den Tod erwartet haben, ist der Tod zu einem Zeitpunkt gekommen, wo sie gerade einen Joint in der Hand hatten. Oder wo sie gerade Alkohol getrunken haben. Sie haben den Tod nicht erwartet. Hätten sie aber gewusst, dass der Tod sie heute heimsucht, um 22 Uhr, was hätten sie getan? Sie hätten Allah um Vergebung gebeten. Aber was haben sie vergessen? Diesen Zeitpunkt, diesen Treffpunkt mit Allah Azza wa Jal, und er wird kommen bei Allah. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah hat uns gewarnt im Koran, so fürchtet einen Tag, an dem ihr zu Allah zurückkehrt. Was haben wir vorbereitet für dieses Treffen mit Allah, Azza wa Jal, Wallahi al-Azim, O Diener Allahs. Du kannst Geduld zeigen gegenüber den Sünden, aber du kannst keine Geduld gegenüber der Strafe im Höllenfeuer zeigen. Was ist leichter? Geduld gegenüber den Sünden hier zu zeigen? Dass man keine Sinner macht, dass man keinen Alkohol trinkt, dass man keine Drogen nimmt, dass man keine Wettspiele macht. Was ist leichter? Geduld gegenüber diesen Sünden zu zeigen, geduldig zu sein, diese Sünden nicht zu machen, oder geduldig zu sein im Höllenfeuer, wenn ein Höllenfeuer dich erfasst. Wallahi al-Azim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb, dass dieses Höllenfeuer 99 Mal heißer ist als das Feuer, was wir hier in dieser Dunya kennen. Wirst du geduldig sein? Hör auf, dich zu betrügen, O Diener Allahs. Wie oft noch? Hör auf, dich zu betrügen und zu sagen, Allah wird schon mit mir barmherzig sein. Warum sollte Allah mit dir barmherzig sein? Gibt es keine Diener, die besser sind als du? Gibt es keine Diener, die regelmäßig beten, die regelmäßig fasten, die regelmäßig spenden, die regelmäßig den Koran lesen? Sie haben mehr Recht darauf, dass Allah Azza wa Jal ihnen vergibt, oder? Warum? Warum betrügst du dich, so dass du auf einmal Allah Azza wa Jal vergisst? Höre gut zu, O Diener Allahs. Du wirst Allah an einem Tag begegnen, an dem sogar die Propheten Angst haben, dass Allah sie bestraft. Wenn die Menschen kommen und jeden Propheten darum bitten, dass er für sie Fürsprache leistet. O Adam, leiste für uns Fürsprache, sprich Gutes für uns vor, bei Allah, auf dass er uns verzeiht. Was sagt Adam a.s., der wusste, welche Sünde er gemacht hat? Er hat was getan, Adam a.s., vom Verbotenen. Was hat er getan? Vom verbotenen Baum gegessen. Wenn die Menschen zu ihm kommen, Yawmul Qiyamah, und das ist der lange Hadith der Fürsprache, liebe Geschwister, dann werden sie sagen, ja Adam, sprich für uns vor, sag Allah etwas Gutes über uns, so dass er an diesem Tag barmherzig mit uns ist. Er sagt, Nafsi, Nafsi, idhabu ila ghairi. Heute kümmere ich mich nur um mich selbst. Geht zu jemand anderem. Und jeder der Propheten hinter ihm, Moses und Jesus, sie sagen, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithla wala ba'dahu mithla. Sie gehen zu den Propheten, diejenigen, die die besten Taten vollzogen haben. Allah hat diese Geschöpfe auserwählt, liebe Geschwister. Die Menschen gehen zu diesen Propheten und sagen, hilf mir. Zu Adam a.s., zu wem noch? Zu Ibrahim, zu Nuh a.s., zu Ibrahim a.s., zu Musa a.s. und zu Isa a.s. Sie gehen zu diesen Propheten. Diese Propheten sagen, wir haben selber Angst. Heute zählt nur unsere Seele. Geht zu jemand anderen. Unser Herr ist an diesem Tag so zornig, wie er nie wieder danach so sein wird. Was für ein gewaltiger Tag, liebe Geschwister. Die Frage ist, wie wird Allah mit dir reden, wenn er zornig auf dich ist? Wie wird Allah mit dir abrechnen, wenn er zornig auf dich ist? Höre, was Allah mit den meisten seiner Diener macht. Weil manche Leute sagen, Allah wäre nur barmherzig. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ Yunadi Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal, er ruft am Tage der Auferstehung, Ya Adam, O Adam, alayhi salam, fayaqul labbayka wa sa'dayk, so sagt Adam alayhi salam, ich stehe hier zu deinen Diensten, Ya Allah. Ich stehe zu deinen Diensten. Fayaqul, dann sagt Allah Azza wa Jal, akhrij ba'th an-nar, dann sagt Adam alayhi salam, min kam? Dann sagt Allah Azza wa Jal, فَيَقُولْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةٍ. Er spricht mit Adam a.s. Nimm den Anteil heraus, ja Adam. Den Anteil, der in das Höllenfeuer geht. Wie viele sind es, fragt Adam a.s. Er weiß es nicht. Er weiß nicht, wer ins Paradies und ins Höllenfeuer kommt. Allahs Antwort, von 1000 Leuten gehen 999 in das Höllenfeuer. Wirst du der Errettete sein? Allah. Die Gelehrten sagen, Kullu man lam yakhsha an yakuna fi an-nar fahuwa maghrur qad amina makra Allah. Jeder, der denkt, dass er nicht zu diesen Höllenbewohnern gehört, so ist er völlig versunken in der Dunya. Er hat sich bereits sicher gefühlt vor der Strafe Allahs. Fühlst du dich auch sicher vor der Strafe Allahs Azza wa Jal? Von 1000 Menschen gehen 999 Menschen in das Höllenfeuer. Aber ich möchte auch nicht euch voller Sorge machen, liebe Geschwister, denn wenn ihr den Anteil der praktizierenden Muslime seht und ihr vergleicht die Kuffar im Verhältnis oder diejenigen, die leben wie die Kuffar, dann sind die Gläubigen viele oder wenige? Wenige. Dann sind die Gläubigen, selbst in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gestorben ist, wie viele Sahaba gab es ungefähr, als er gestorben ist? 100 bis 120.000. Sie im Vergleich zu den Rest der Welt, waren sie viele oder wenige? Wenige. Der Anteil der Gläubigen ist immer wenige. Bal aktharuhum la yu'minun. Allah Azza wa Jalla sagt, aber die meisten von ihnen, sie glauben nicht. Subhanallah al-Azim. Von 1000 Menschen, o Diener Allahs, gehen 999 in das Höllenfeuer. Es wird von dir verlangt, dass du die eine errettete Person bist. Und kein Ziel darfst du im Leben herstellen, als dich vom Feuer zu retten. Willst du wissen, wie heiß das Feuer ist? Allah Azza wa Jal sagt im Koran: إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Wenn das Höllenfeuer sie von Weitem sieht, das Höllenfeuer hat Augen, das Höllenfeuer weiß sehr genau, wen es bestrafen muss. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, das Höllenfeuer ist deswegen zornig auf die Höllenbewohner, weil Allah zornig ist auf sie, also folgt das Höllenfeuer Allah in ihrem Zorn. Wenn es das Höllenfeuer sie von Weitem sieht, manche Gelehrte sagen, das Höllenfeuer sieht sie schon vom Platz der Versammlung. Sie sind noch weit, weit entfernt vom Höllenfeuer. Das Höllenfeuer sieht sie schon von dort aus, liebe Geschwister. Und andere Gelehrte sagen, aus einer Entfernung von 100 Jahren sieht das Höllenfeuer diese Leute. Wenn das Höllenfeuer diese Leute sieht, dann braust es auf und es heult auf und es will diese Leute endlich verschlingen. Hört, was Ibn Abbas radiallahu anh sagte. Er sagte, das Höllenfeuer sieht sie min masirati mi'ati am. Das Höllenfeuer sieht die Menschen. Sie sind noch 100 Jahre entfernt vor dem Eintritt in dem Höllenfeuer. Aber das Höllenfeuer, es berstet auf und es ist wütend. Und auf dieser Distanz schmelzen schon die Gesichter von den Höllenbewohnern. Und sie sind bei weitem noch nicht in das Höllenfeuer eingetreten. Er sagte, wie dann mit einer Person, der direkt vor der Tür des Höllenfeuers steht. Allah Azza wa Jal, er wird alle seine Diener versammeln. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Qala tadnu shamsu yawm al-qiyamah. Die Sonne, sie wird am Tage der Auferstehung heruntergebracht. Denn Allah Azza wa Jal wird die alte Sonne auswechseln mit der neuen Sonne. Sie wird, liebe Geschwister, am Tage der Auferstehung dem Diener nahegebracht. Subhanallah al-Azim. Wie weit? على قدر مين ويزاد في حرها كذا وكذا يغلي منها الهوام كما يغلي القدور. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Entfernung zwischen den Dienern und die Sonne wird nur eine Meile sein. Was ist eine Meile? 1,paar zerquetschte Kilometer. Schaut mal, die Sonne ist jetzt wie weit entfernt von uns? Bei Abul Baraa gibt es auch ein bisschen Physik. Wie weit ist die Sonne entfernt von uns? 150 Millionen Jahre. Was passiert, wenn es heiß ist? Wir halten das nicht aus. Wir verstecken uns. Wir vergraben uns. Wir suchen nur ein schattiges Plätzchen, liebe Geschwister. 150 Millionen Kilometer ist die Sonne entfernt, aber an diesem Tag ist sie nur etwas über 1 Kilometer entfernt. Ein paar gezählte Schritte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, sie wird dann so heiß gemacht. Aber er nannte nicht genau die Temperatur. So, dass die Köpfe davon anfangen zu kochen, wie ein Kochtopf heiß wird. So werden die Köpfe erhitzt werden an diesem Tag. Dieser Tag hat die Zeit von 50.000 Jahren. Allah Azza wa Jalla sagt, fi yawmin kana miqdarahu 50,000 Sana. An einem Tag, wo die Rechnung 50.000 Jahre ist, liebe Geschwister. die Leute warten unter der heißen Sonne. Wallahi al-Azim, schaut mal, wir sitzen hier in einem Raum, der eigentlich sehr angenehm und sehr kühl ist. Nach einer halben Stunde regeln wir uns schon. Wir können nicht mehr gerade sitzen. Dort wirst du 50.000 Jahre unter der Sonne stehen und du darfst dich nicht ausruhen. Du wirst warten in Strafe, während du unter der Sonne bist, auf die größere Strafe, wo in Jahannam, wo das Höllenfeuer schon von 100 Jahren Entfernung dein Gesicht zum Schmelzen bringen wird. Und du solltest wissen, lieber Diener Allahs, an diesem Tag werden nur die unter der Sonne stehen, die bestraft oder belohnt werden? Die bestraft werden. Allah. Die bestraft werden, O Diener Allahs. Sie werden nicht stehen und nicht sitzen können. Sie werden hungrig sein und nichts zu essen bekommen. Sie werden durstig sein und nichts zu trinken bekommen. Sie werden müde sein und dürfen sich nicht ausruhen. Sie werden die Hitze nicht ertragen können und dürfen nicht unter dem Schatten Allahs liegen. Möge Allah Azza wa Jal uns an diesem Tag unter dem Schatten des Thrones Allahs Azza wa Jal ausruhen lassen. Subhanallah, das wird für die Kuffar sein und für diejenigen, die gelebt haben wie die Kuffar. Aber an diesem Tag, liebe Geschwister, werden die Gläubigen Erleichterung von Allah Azza wa Jal bekommen. Hört diese wunderschöne Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Yawmul Qiyamah ala al-Mu'minin ka qadri ma bayna al-Dhuhri wal-Asr. Diese Zeit, die 50.000 Jahre, wo die Leute unter der Sonne stehen werden und sie werden dieses aussitzen müssen, 50.000 Jahre, wird für die Gläubigen wie in der Zeit zwischen dem Dhuhr und Asr-Gebet sein. So lange werden sie unter dem Schatten des Thrones Allahs sein, wie in dieser Distanz zwischen Dhuhr und Asr, und dann ist für sie alles beendet. Allahumma ja'alna minhum. Wie die Entfernung zwischen Dhuhr und Asr. Das ist alles für dich, während die anderen 50.000 Jahre unter der Sonne sein werden. Eine Frage, O Diener Allahs, hast du dir schon einen Platz gesichert? Hast du dir schon einen Platz unter dem Schatten des Thrones von Allah Azza wa Jal gesichert? Viele von uns, wallahi al-Azim, sie nehmen diesen Tag nicht so ernst. Die Menschen werden an einem bestimmten Ort versammelt. Und das wird im heutigen Scham sein. Das bedeutet in Syrien, möge Allah Azza wa Jal Syrien von allen Verbrechern bewahren. Möge Allah Azza wa Jal die Fitna-Stifter unter den Muslimen, möge Allah sie aufdecken und möge Allah Azza wa Jal nur denjenigen den Sieg geben, die nach seinem Wohlgefallen haben. Die Menschen werden an einem bestimmten Ort in Ascham versammelt, liebe Geschwister, um auf ihre Abrechnung zu warten. Und ich möchte, dass du dir folgendes Bild mit mir machst, O Diener Allahs. Alle Geschöpfe werden an diesem Tag anwesend sein. Dort sind die Reihen der Engel, die Reihen der Djinn und die Reihen der Menschen. Alle werden sich sehen. Alle Geschöpfe sind da. Dieses ist das Treffen mit Allah Azza wa Jal. Viele von uns haben dieses Treffen vergessen. Es wird dann nach dir gerufen. Du wirst mit Namen gerufen. Wo ist Mahmoud ibn Faruq? Wo ist der? Wo ist Fatima bin Haritha? Wo ist sie? Du wirst gerufen mit deinem Namen, O Diener Allahs. Plötzlich hörst du deinen Namen. Du weißt jetzt, Allah möchte niemand anderen außer dir. Dann wirst du genommen und alle, die dort sind, werden dich angucken. Alle Geschöpfe. Dein Herz wird beben und deine Gesichtsfarbe wird sich ändern. Du wirst eine Angst haben, die schlimmer als der Tod ist. Niemand wird dir jetzt helfen können. Du wirst zu Allah Azza wa Jal gebracht, der über alles Bescheid weiß. Allah Azza wa Jal, er wird dich dein Buch lesen lassen. وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, und an diesem Tag wird den Verbrechern ihr Buch in die Hand gegeben. Dann werden sie hereinschauen und sie werden sagen: Oh weh uns vor dem, was in diesem Buch steht. Joint geraucht, Alkohol getrunken, im Schwimmbad gewesen, eine Freundin gehabt, Janine, gelogen, betrogen, jedes Mal einen schlechten Charakter gezeigt. Diese Wörter findest du alle in deinem Buch. Groß oder klein. Alle wirst du an diesem Tag in diesem Buch finden. Er wird es kaum in seinem Buch. Oh wehe uns, was steht in diesem Buch? Dieses Buch lässt nichts aus, weder groß noch klein. Du hast es vergessen. Aber wer hat es aufgeschrieben? Die Engel. Sogar deine Absichten in deinem Herzen. Wenn du Absichten in deinem Herzen hattest, hätte ich doch so und so viel Geld, dann würde ich eine schöne, schmucke Poolparty machen. Diese Absicht wird in deinem Buch vorhanden sein. Wer weiß darüber Bescheid? Allah. Allah, Subhana, er weiß darüber Bescheid. Du schaust in dein Buch herein und du weißt, das ist der Moment der Wahrheit. Allahu Akbar. Dann wirst du gehen zu deinensgleichen, die genauso schlecht waren, denn Allah Azza wa Jal erteilt die Leute in Gruppen ein. Die Gläubigen mit den Gläubigen und die Kuffar mit den Kuffar und die Heuchler mit den Heuchlern. Möge Allah uns unter den Gläubigen schaffen. Du gehst zurück zu deinesgleichen und sagst, ihr kriegt dieselbe Botschaft wie ich. Sie sehen, sein Gesicht ist schwarz geworden. Er ist voller Finsternis. Kein Licht strahlt von ihm aus. Dieser hat kein Gutes, und wir werden dasselbe bekommen wie er. Er ist mit euch. Allahu Akbar. Aber höre, wenn du anders gelebt hast, Ibn Hanzala radiallahu an, er sagte, Inna Allah yuqifu abdahu yawm al-qiyama fayubdi ayyudhir sayyiatihi fi dhahri sahifati. Er sagte, Allah Azza wa Jal wird am Tage der Auferstehung einen Diener vor sich führen. Und dann wird dieser Diener sein Buch in die Hand bekommen. Schaut mal, Allah Azza wa Jal, was er macht. Dieser Diener, wenn er sein Buch in die Hand bekommt, dann wird er erstmal nur seine Sünden lesen. Alle Sünden, die er gemacht hat, liest er in diesem Buch. Weil sie sind gleich oben verzeichnet. Dann liest er. Und er denkt, er ist vernichtet, liebe Geschwister. Fayaqul, so sagt Allah Azza wa Jal, während er diese Sünden in seinem Buch liest, der Gläubige, so sagt Allah Azza wa Jal, Anta amilta hada, hast du diese Tat gemacht, O Diener Allahs? Dann sagt er, Naam, ich habe sie gemacht. Wen will er anlügen? Das ist Allah, der über alles Bescheid weiß. Dann sagt Allah Azza wa Jal, Inni lam afdahka bih. Ich werde dich nicht bloßstellen mit dieser Sache. Wa inni qad ghafartu laka. Fayaqula inda dhalik. Dann sagt Allah Azza wa Jal, ich habe dir diese Sünden allesamt vergeben. Und sie standen oben gleich im Buch. Was denkt ihr, wie sein Zustand in diesem Moment sein wird? Dann geht er raus zu den Leuten und zu seiner Gruppe, die gläubig sind. Er sagt, Ha'um uqra'u kitabiyya inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. Allahu Akbar. Er geht mit seinem Buch und er wird eine Freude bekommen, eine Helle in seinem Licht bekommen, eine Ausstrahlung bekommen, so dass er zu seiner Gruppe zurückkehrt und er wird sagen, liest mein Buch, hier in dem Buch steht, ich habe Tawhid gehabt, ich habe niemand anderen angebetet außer Allah, ich habe alle meine Gebete gemacht, ich habe mich sorgsam darum gekümmert, dass es meinen Eltern immer gut geht, ich habe gespendet für Allah, ich habe die Sünden vermieden, ich habe nichts getan, was Allah Azza wa Jal zornig macht, und wenn ich es getan habe, habe ich bereut. Liest mein Buch, er ist stolz auf sein Buch. Möge Allah uns stolz auf unsere Bücher machen lassen. Und jetzt kommt eine wichtige Ayah. Ich habe für die Abrechnung immer gelebt. Für was hat er gelebt? Für die? Was hat er erwartet? Er hat die Abrechnung erwartet. Das muss ich schneiden. Er hat die Abrechnung immer erwartet. Bei Allah. Erwartest du die Abrechnung? Rede nicht mit der Zunge, was nicht in deinem Herzen ist. Allah Azza wa Jal sagt über die Munafiqun, über die Heuchler, möge Allah uns vor ihnen bewahren. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi Qulubim, sie sagen etwas mit ihrer Zunge, was nicht in ihrem Herzen ist. Wenn du eine Tat machst, O Diener Allahs, zwischen uns beiden, erwartest du, dass Allah dich morgen dafür belohnen kann. Wenn das wirklich dein Glaube wäre, dann würdest du diese guten Taten niemals außer Acht lassen. Denn wer weiß, dass er morgen mit dieser guten Tat Allah treffen wird, so wird Allah Azza wa Jal ihm eine Freude im Herzen geben, denn morgen, wenn er vor Allah steht, hat er was vorzuweisen. Du nimmst dein Koran in die Hand, du weißt, ich lese jetzt in diesem Buch und Allah wird mir für jeden Buchstaben wie viel Hasana geben? Du darfst noch was sagen. Wie viel? 10 Hasana pro Buchstaben. 10 Hasana pro Buchstaben. Ich erinnere euch, bald ist der Monat Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wenn du den gesamten Koran durchliest, hast du 33 Millionen Hasana. Brauchst du sie? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Ich habe erwartet, dass ich abgerechnet werde. 33 Millionen Hasana. Du solltest dich anstrengen, wenn du kein Arabisch lesen kannst, dass du bis Ramadan die Buchstaben lernst. Und wenn du stottern liest, wallahi, diese Religion wird dich nicht benachteiligen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte über eine Person, der der arabischen Sprache nicht mächtig ist, lahu ajran, er wird den doppelten Lohn bekommen für das Lesen. Nicht 10 Hasana, sondern wenn du eine Seite im Koran liest, sind das 6000 Hasana. Nein, für dich, O Diener Allahs, weil du kein Araber bist, 12.000 Hasana. Wer erwartet die Abrechnung morgen? Liebe Geschwister, wallahi al-azim, wir müssen unsere Einstellung gegenüber den Taten ändern. Wir sagen doch alle, wir werden vor Allah stehen und er wird uns belohnen oder bestrafen. Die Frage ist, wo sind deine guten Taten? Wo sind sie? Wenn du doch wirklich daran glauben würdest, dass du morgen mit diesen Taten Allah Azza wa Jal begegnest, wo sind deine guten Taten? Also stimmt was nicht an deiner Aussage. Du solltest das korrigieren. Du solltest ab heute sofort anfangen mit den guten Taten. Und du kannst gute Taten machen, während du angelehnt bist, von mir aus auch ein 3-Stockwerk-Sandwich in der Hand hast. Trotzdem kannst du gute Taten machen. Was kannst du in so einem Moment machen? Ich habe ein Brot in der Hand und ich möchte es essen, aber was kann ich sagen? Erstmal sagst du Bismillah. Weil manche haben keine Zeit mehr dafür. Für manche ist Kauen eine Zeitverschwendung, liebe Geschwister. Also warum soll ich so viel Zeit verlieren? Du sagst Bismillah. Und wenn du zu Ende gegessen hast, sagst du Alhamdulillah. Und deine Absicht ist, dass du dich stärkst, damit du danach nach diesem 3-Stockwerk Käse-Sandwich, was machst du? 2 Rak'a betest. Du hast dich gestärkt und du wirst für diese Stärkung, ob das Gouda-Käse war oder Emmentaler war oder Schimmelkäse, manche mögen diese Richtung. Du wirst belohnt, wallahi al-azim. Du isst das Sandwich mit der Absicht, ich möchte mich stärken. Und danach betest du 2 Rak'a für Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Und wenn du zu Ende gegessen hast, sagst du, also nicht im Gebet, sondern vorher schon zu Ende gegessen hast, dann sagst du Alhamdulillah. Derjenige, der Alhamdulillah sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, so ist Allah mit ihm zufrieden. Alhamdulillah. Ja, nicht mal das. Du sitzt da, du hast gerade nichts zu tun. Manche gucken ja dann aus dem Fenster, wenn es regnet, und sagen, wow. Da guckt er nochmal, als ob er noch nie Regen gesehen hat. Wow. Ach, bevor du solche Dinge tust, sag, Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Sagt alle mit mir, Allahumma inni a'udhu bika minan nar. 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 Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an einem Tag 7-mal Zuflucht vor dem Höllenfeuer sucht, so wird Allah Azza wa Jal das Höllenfeuer am Tage der Auferstehung fürsprechen lassen. Das Höllenfeuer wird sagen, ja Allah, er hat dich gebeten, dass du ihn vor mir bewahrst, so bewahre ihn heute und Allah wird dich davor bewahren. 7-mal? Hast du dafür auch keine Zeit? Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Diese 2 Wörter, sie sind schwer auf der Waagschale. Warum schwer auf der Waagschale? weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, dass die Taten gewogen werden. Schwer auf der Waagschale bedeutet, Allah wird deine Taten am Tage der Auferstehung wiegen. Sie werden ein Gewicht haben, O Diener Allahs. Und dann weißt du auch, dass dieses Gewicht bei Allah Azza wa Jal zählt. Du sagst Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und morgen wirst du mit dieser Tat Allah Azza wa Jal treffen. Weh dir, dass du eine Tat als unbedeutend siehst. Die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, möge Allah Azza wa Jal sie ins höchste Paradies bringen. Amen. Eine kleine Tat mit einer gewaltigen Absicht macht die Tat gewaltig. Und eine gewaltige Tat, wie der Hajj, mit einer schlechten Absicht, ich möchte Haji werden, damit ich Fleisch verkaufe, was nicht halal ist. Eine gewaltige Tat mit einer schlechten Absicht macht diese Tat klein, gering, unbedeutend. Unbedeutend. Subhanallah al-Azim. Liebe Geschwister, an diesem Tag kommt der Gläubige heraus. Er kommt zu seiner Gruppe und er sagt, Ta'uqra'u kitabia, liest mein Buch. Ich habe doch die Abrechnung erwartet. Wer wird an diesem Tag Salafist zu dir sagen? Die, die unter der Sonne stehen. Die, die unter der Sonne stehen. Wer wird Extremist an diesem Tag sagen? Die, dessen Schweiß den Mund schon erreicht hat und sie sind noch weitere 50.000 Jahre unter der Sonne. Wer wird diese Worte an diesem Tag zu dir sagen? Hier versucht man dich zu betrügen, hier versucht man dir zu erzählen, leb wie du willst. Aber diese Leute kennen Allah Azza wa Jal nicht, sondern sie vermuten nur das Gute bei Allah Azza wa Jal. Das können wir auch tun, wenn wir auch entsprechende Taten haben. Udkhulul Jannah bima kuntum ta'malun. Betretet das Paradies, sagt Allah Azza wa Jal, für das, was ihr getan habt. Nicht betretet das Paradies für das, was ihr euch gewünscht habt. Bei Allah gibt es keine Wunschvorstellung. Laysa bi amaniyikum. Allah Azza wa Jal sagt, dieses Paradies ist nicht nach euren Wunschvorstellung. Nein. Betretet das Paradies für das, was ihr getan habt. O Diener Allah Azza wa Jal. Aber es werden dir weitere Botschaften gegeben. So wird er ein angenehmes Leben führen. Wo? Im Paradies. In einem hohen Paradies. Denn das Paradies hat Stufen, liebe Geschwister. Nicht jede Stufe ist gleich. Die Sahaba, radiallahu anhum, sie standen eines Tages. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen. Er sagte, seht ihr den Platz, wo ihr gerade steht und seht ihr die Sterne, die oben sind? So sagten sie, ja. Er sagte zu ihnen, Abu Bakr und Omar haben die Plätze, wo die Sterne sind und ihr seid hier. Gewaltig. Möge Allah Azza wa Jal uns die höchsten Stufen im Paradies geben. Fi Jannatin Aliyah, Qutufuha Daniyah. Das Obst in diesem Paradies ist leicht zu pflücken. Wenn du liegend bist, dann passt sich der Baum deiner Liegeposition an. Wenn du stehend bist, dann kommt er so weit runter, wie du stehst. Und wenn du sitzt, dann kommt er so weit runter, wie du sitzt. Du brauchst dich nicht mehr anzustrengen. O Diener Allahs, du hast dich schon bereits in der Dunya angestrengt. Allah Azza wa Jal sagt, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. So trinkt wohlbekömmlich für euch. Herzlichen Glückwunsch, O ihr Diener Allahs, trinkt und isst für das, was ihr in den vorigen Tagen getan habt. Was hast du getan? Was denkt ihr, wenn man diese Botschaft bekommt? Was dein Herz fühlen wird, O Diener Allahs. Ein Rufer wird dann rufen, Yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala maut. Dann wird ein Rufer rufen, oh, ihr Leute des Paradieses. Und das wird zu einem Zeitpunkt sein, wo der letzte Höllenbewohner herausgegangen ist, weil er ein Muslim war, aber er wurde bestraft im Höllenfeuer. Wenn er herauskommt aus dem Höllenfeuer und in das Paradies hereingeht, dann wird gesagt werden, oh, ihr Leute des Paradieses, ihr bleibt drinne für ewig. Das wird deine Botschaft sein. Warst du einmal in einem 6-Sterne-Hotel? Alhamdulillah, weder du noch ich. Ich glaube, wir werden noch nicht reinkommen. Kannst du dir vorstellen, wie es in einem 6-Sterne-Hotel aussieht? Ich meine, manchmal fährt man ja mit dem Auto, da siehst du so Bilder von schicken Badezimmern und die direkt am Meer sind und so weiter und so fort. Da sagst du, oh, und du machst fast einen Unfall. Das ist für dich schon etwas Gewaltiges. Kennt ihr die Zeugen Jehovas? Die kommen ja immer so mit komischen Bildern, die wollen dir sagen, das ist das Paradies, ja. Obwohl in Berlin gibt es schönere Stellen als das, was sie im Aber die zeigen dir so Bilder vom Meer und weiße Strände und so weiter und so fort. Du bekommst eine Freude in deinem Herzen. Du sagst, das ist ein wunderschöner Aufenthaltsort. Was denkst du, wie es im Paradies sein wird? Möchtest du jemals heraus? Du wirst nie wieder Angst haben müssen, aus diesem Paradies herausgeworfen zu werden. Im Hotel ja, spätestens wenn du deine Rechnung nicht bezahlst. Aber aus dem Paradies, niemand wird dich herausschmeißen. Warum? Weil du deine Arbeit bereits in der Dunya gemacht hast. Und ich möchte nur, dass wir Allah Azza wa Jalla preisen, denn er ist Ash-Shakur, der Dankbare. Eine Frage, liebe Geschwister, seien wir ehrlich. Unsere Taten, die wir hier gemacht haben in dieser Dunya, ganz gleich wie viele sie waren, stehen sie im Verhältnis zu dem Lohn im Paradies? Antwort: Ist Allah dankbar? Ja. Wallah. Du kehrst zurück zu Allah vielleicht mit 100.000 gute Taten oder vielleicht mit 1 Million gute Taten, aber rechtfertigen diese Taten ein ewiges Leben im Paradies. Sogar der ärmste aller Paradiesbewohner, niemand ist ärmer als er, liebe Geschwister, er wird vor Allah Azza wa Jalla stehen, nachdem er gereinigt wurde von den Sünden und von der Bestrafung im Höllenfeuer. Möge Allah Azza wa Jalla uns weder in der Dunya noch in der Akhira bestrafen. Amen. Diese Person, er steht vor Allah Azza wa Jalla. Dann sagt Allah Azza wa Jalla zu ihm: Möchtest du so viel haben wie die Dunya und was in ihr ist? Er wird sagen: Machst du dich über mich lustig, während du der Herr der Weltenbewohner bist? Er glaubt es nicht, weil er weiß, dass er nichts Gutes oder nicht viel Gutes im Leben gemacht hat. Allah sagt ihm: Möchtest du die gesamte Dunya? Schaut mal, die Dunya, liebe Geschwister, ist nicht nur Zuffenhausen. Manche von euch sind hier nie aus Zuffenhausen rausgekommen. Es gibt schon ein paar gewaltige Orte und gewaltige Schätze, gewaltige Vermögen. Möchtest du so viel wie die Dunya und was in ihr ist? So sagte dieser Diener: Möchtest du dich über mich lustig machen und du bist der Herr der Weltenbewohner? Dann sagt Allah Azza wa Jalla: Du wirst 10-mal so viel bekommen wie die Dunya und was in ihr ist. Bedeutet 11-mal so viel wie die gesamte Dunya beinhaltet und was in ihr ist. Das ist für wen? Für den ärmsten Paradiesbewohner. Dann kommt er in sein Haus herein und 2 Hur al-Ain, Paradiesjungfrauen. Sie werden ihn empfangen, liebe Geschwister. Dann wird er sie anschauen und er sagt: Gepriesen sei Allah, der euch für mich ins Leben gerufen hat. Und sie sagen: Gepriesen sei Allah, der uns zu dir geschickt hat. Und er wird denken, niemand hat etwas Besseres bekommen und er ist der ärmste Paradiesbewohner. Allah Akbar. Ist Allah geizig? Achi, Allah möchte dich nicht bestrafen. Allah Azza wa Jalla, er möchte dich nicht bestrafen. Hört, was Allah Azza wa Jalla sagt. Was hat Allah davon, wenn er euch bestraft? Was hat Allah davon, wenn er euch bestraft? Eine Frage: Wird Allah reicher, wenn er uns bestraft? Wird er ärmer? Nein, aber wir haben Regeln aufgetragen bekommen. Wir müssen uns an diese Regeln halten. So ist das Gesetz bei Allah Azza wa Jalla. Allah hat nichts davon, uns zu bestrafen, wenn wir dankbar sind und gläubig sind, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Allah, er bietet dir immer wieder die Reue an. Er sagt: Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Allah möchte euch vergeben. Nur die Frage: Möchtest du auch Allah um Vergebung bitten? Allah, er hat dir die Tür zur Barmherzigkeit aufgemacht. Die Frage ist nur, o Diener Allahs, möchtest du durch diese Tür? Möchtest du Allah Azza wa Jalla inständig darum bitten, dass er dir vergeben soll? Allah ist in der Lage dazu. Subhanallah al-Azim. Und ich möchte zum Schluss, liebe Geschwister, dass wir lernen, wie können wir uns erziehen, dass wir uns selber immer zur Rechenschaft ziehen. Denn das ist sehr, sehr wichtig für uns. Allah Azza wa Jalla sagt: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. bei der Seele und der, der sie gestaltet hat. Wer hat sie gestaltet? Allah Azza wa Jal. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. So hat Allah ihr die Sittenlosigkeit eingegeben, die Sünden und die Gottesfurcht. Wir haben beides in uns. Und das ist ein ständiger Kampf. Dieser Kampf, wenn du deine Seele erziehst, so wirst du was bekommen bei Allah, das Paradies. Aber wenn du diesen Kampf verlierst, so wirst du das Höllenfeuer bekommen. Das ist ein ständiger Kampf, O Diener Allahs. Deswegen verstehe Allah Azza wa Jal, er hat uns diese Seele eingegeben. Und er hat in dieser Seele richtig diese Sündhaftigkeit hereingemacht. Aber nicht, dass du jetzt zu den Irregehenden gehörst und sagst, ich bin ein Sünder, Allah hat es so geschrieben, er hat es mir so vorgegeben, also sündige ich. Nein. Qad aflaha man zakkaha. Erfolgreich ist derjenige, der diese Seele erzieht. Wa qad khaba man dassaha. Und derjenige wird enttäuscht sein, der diese Seele vernachlässigt. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, wie die Sahaba waren, wie sie sich, liebe Geschwister, immer selbst erzogen haben. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, er war einmal mit seiner Erde beschäftigt und dadurch hat er das Gemeinschaftsgebet verpasst. Und diese Erde hat 200.000 Dinar an Wert gehabt. Wie viel? 200.000 Dinar, das ist mehr als ein Taschengeld, liebe Geschwister. Es war sehr, sehr viel Geld damals gewesen. Er war abgelenkt mit dieser Erde vom Gemeinschaftsgebet. Daraufhin hat sich Omar ibn al-Khattab sehr, sehr geärgert. Und er sagte, meine Erde hat mich von Allahs Anbetung abgehalten. Und er spendete diese Erde für Allah, damit sie das nie wieder tut. 200.000 Dinar. Gib endlich deine Playstation weg. 120 Euro. Ich gebe dir das Geld. Schmeiß sie in die Tonne. Schmeiß dein Fernseher in die Tonne. Was machst du damit, Yari? Das hält dich ab von der Anbetung Allahs. Und ich habe mittlerweile mitbekommen, nächsten Monat wird die WM beginnen. Subhanallah, wallahi, ich mache mir Sorgen, weil das wann ist? Genau in Zeit von Ramadan. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Gebete aussehen. Der Farbfernseher ist da, der Plasmafernseher, er betet vor dem Fernseher, das ist immer Qibla. Das ist immer Qibla-Richtung in der WM-Zeit, Fernseher. Allahu Akbar, Ronaldo, Ronaldo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber es kommt an der Stelle was anderes. Wie werden wir sein? Ein glanzvoller Monat, der auf uns wartet. Und Allah öffnet die Toren für jeden. Jeder kann bereuen. Und Allah ist so vergeben, wie er es in keinem anderen Monat ist. Allah ist immer vergeben. Aber in diesem Moment, in diesem Monat besonders, liebe Geschwister. Das heißt, wir haben wirklich eine großartige Möglichkeit, dass Allah Azza wa Jal uns unsere Sünden vergibt. Denn mit jedem Fastenbrechen errettet Allah Leute vor dem Höllenfeuer. Und es ist so, als ob du es merkst. Wenn deine Absicht von Anfang an ist, dass du deinen besten Ramadan verbringst. Möge Allah Azza wa Jal uns diesen Monat als besten Monat verbringen lassen. Vergiss diesen Monat nicht, liebe Geschwister. Und es wird heiß sein in diesem Monat. Aber wo ist euer Ort? Im Schwimmbad oder in der Moschee? Wer hat Schwimmbad gesagt? Ich glaube, ich Schwimmbad gesagt. Es kann sein, dass in diesem Schwimmbad eine Moschee ist. Das weiß ich nicht. Moschee-Schwimmbad. Genau. Du sollst in die Moschee gehen und dich dort schützen und dich dort reinigen und dich mit Brüdern dort treffen, die ebenfalls das Gute tun wie du. Subhanallah. Ibn Umar radiyallahu anhu arda. Und wir haben schon gehört, was sein Vater gemacht hat, Umar ibn al-Khattab. Sein Sohn Ibn Umar, er ist einmal zum Gemeinschaftsgebet gegangen. Und als er hereinkam, hat er gesehen, wie der Imam den Taslim macht. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Er hat sich verspätet. Subhanallah al-Azim. Wisst ihr, was er daraufhin machte? Er befreite einen Sklaven, betete die ganze Nacht und fastete am nächsten Tag, um sich zu bestrafen, dass er das nächste Mal pünktlich da ist. Und er hat es nicht mal beabsichtigt.